So, lass mal ganz kurz überlegen, wenn wir jetzt Onfield spielen wollen, brauchen wir ja durch die C1 niemanden mehr mit Construct. Theoretisch könnte man hier eine Support Navia reinspielen. Goru, Furina und Banish. Stimmt, Goru könnte man spielen wegen dem Defense Buff, ja. Ist hier Attack, Split Scaling, Attack und Defense. Weil die beiden jetzt sinnvoll miteinander synergieren. Was ich damit meine, ist folgendes. Du kannst halt. Theoretisch den hier machen. Verbrauchst halt deine Normals, ne? Kannst dann deine Navia Double E machen und kannst dann wieder das Ganze von vorne machen. Ach, aber Bennett überschreibt ihre Infusion. Das ist natürlich schlecht. Bennett überschreibt die Infusion. Das ist Shit. Okay, das ist Arsch. Kein Bennett. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Also ich meine, man könnte dann halt wirklich eher auf Guru gehen, ja. Aber Bennett ist natürlich raus. Boah, das ist halt. Das ist ärgerlich, weil das ist einer ihrer besten Damage Supports. Dann müsste man halt Furina theoretisch dazu packen. Wer ist der Healer? Ja, das ist die große Frage. Also man könnte halt einen C6 Zhongli da reinpacken, also das ist ja Quatsch. Boah, dass C6 Bennett da nicht geht, ist natürlich ärgerlich. Das macht echt viel kaputt. Weil das ist halt ein Top-Tier-Buff und der enabled halt viel. Weil jetzt fällt auch das Zhangling-Team raus und theoretisch ist halt auch kein guter Heiler mehr für Reiner da. Hyperbloom ist auch keine gute Idee, weil du dann gar keinen Buffer mehr für sie hast, außer halt Purina, die ich aber in einem Hyperbloom nicht spielen würde. Jean für ihre C2, ja, das könnte man dann machen, aber Jean ist halt ansonsten auch komplett useless in dem Team, ne? Könntest Plunge machen. Sie macht Normal Attacks. Stimmt, Union, ja. Union wäre noch eine Option. Aber dann fehlt halt immer noch ein Healer, wenn wir Furina spielen wollen, ne? Goro mit jedem Bonus NC4, ja, das ist auch nicht gut. Ne, Goro halt zu wenig. Echt zu wenig, habe ich nie gespielt. Ja, der healt ganz wenig. Und vor allem nur on-field. Ihr Damage ist halt trotzdem relativ nice, ne? Aber du musst halt ab jetzt müsstest du halt Furina wieder aufladen, also. Müsste jetzt einmal komplett auf Heal gehen und mit Furina alle durchheilen, um wieder die Furina-Stacks zu bekommen. Nee, die Noelle klaut ja der Chiori die Onfield-Time. Das ganze Gimmick von C6 ist ja, dass du mit ihr 100% Onfield sein kannst. Ja, das war ja die erste Idee. Das Problem ist, dass du hier keine Ruhe. Also, du kriegst halt das beste Navia-Team nicht mehr rein. Ja, also Navia ist ab C1 sinnvoller. Auf C6 ringen die beiden so ein bisschen darum, wer den Main-Part übernimmt. Aber ja, du kannst ja auch mit Navia spielen. Das Problem ist, Navia wird es ja in der Regel mit Bennett und Zhangling spielen, aber Bennett macht die Chiori kaputt. Du kannst halt, kannst halt das hier nicht spielen. Das läuft halt nicht. Und das hier läuft auch nicht. Goro, Furina, Coco. Man könnte halt sowas machen und statt Coco Miyelan dazu packen und statt Furina. Ich meine, sie synergiert mit Normal Attacks. Sie kann den Buff von Yelan verwerten, weil der halt nicht Attack-based ist. Also das sieht einigermaßen okay aus. Also mal abgesehen davon, dass Guru halt nicht gebaut ist, aber so generell. Das geht. Das kann man spielen. Ja, Goro Union, ja. Das sind wahrscheinlich so die Besten. Ich glaube, das ist wirklich so das Team.
Guru Yunjin Yelan. Aber wenn du Furina zu 6 hast, kannst du halt mit ihr noch diese Healing Attacks machen. Dann kannst du auch Furina spielen. Gibt's für Chiori zu 6 kaum eine Teammöglichkeit? Das sehe ich gerade. Ja, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber offenbar hat sie halt nicht mehr so wirklich Teams, ne? In denen man sie hier wirklich sinnvoll spielen kann. Dann mal Furina, Goro, TTDS, Kokomi. Haben wir doch schon eine. Ja, ist halt ähnlich wie mit mit Yelan, ne? Vom DPS her. Lässt du nicht einfach das Standard-Ito-Team bei Bennett nicht geht? Das wäre ja dein Ito-Team. Du würdest ja den Albedo oder Zhongli ersetzen. Und dann willst du sie C1 haben, weil du deine Rotation ja so spielst, dass du ja das Guru-Setup machst, dann Bennett-Setup. Und dann würdest du ja hier ihre Puppe setzen. Und dann in Ito gehen. Und das Problem ist, dass du ja hier deine E setzen willst, damit die E Damage macht. Ne? Nach der Ito ult. Dann kommen aber die beiden Puppen halt erst in dem Moment, wo Ito seine E macht. Das heißt, du verlierst da so ein bisschen Damage. Das kannst du halt umgehen, indem du zuerst die Ito E machst. That's about it. Die Puppe kommt, also die zweite kommt in dem Moment, wo Ito seine E wirft sowieso dazu. Also das ist nicht so wild, aber du kannst halt ein bisschen mehr Damage rausholen. Ist jetzt nicht terrible, aber es sind so ein, zwei Hits vielleicht, die du halt weniger machst. Wenn du die Rotation anpasst und zum Beispiel erst Ult machst und dann erst auf Ito swaps, dann ist es nicht ganz so wild. Ja? Dann ist es halt der erste Hit, den du verpasst von der Puppe. Ja. Das ist immer noch okay. Aber Navia kann gar kein Construct stellen. Für Navia ist es auf jeden Fall wichtig. Shadowhunter? Meinst du Marachaussee Hunter? Ja, aber nur wenn du eine Möglichkeit hast, deine HP die ganze Zeit hin und her zu bouncen. Nur mit Furina. Mit nur Furina sind wir aber wieder bei dem Punkt, dass wir keinen Healer haben, der sinnvoll mit dir synergiert. Also wenn du sie on-field spielst, gibt es glaube ich keine Frage. Das Set hier ist das Bessere. Außer du spielst mit Furina. Aber solltest du on-field spielen, ist das Set hier das Bessere. Weil du den Buff die ganze Zeit bekommst, kriegst den Geo-Damage und die Defense. Einzige Alternative dazu ist das Navia-Set. Würde ich aber drunter raten, einfach weil ihr Attack-Scaling niedriger ist als das Defense-Scaling. Da müsste man mal testen mit zwei ähnlichen Sets, was am Ende wirklich besser ist. Mein Gefühl sagt mir aber, dass das hier schlechter performt. Kommt ja auch drauf an, wie viel Off-Field-Application du hast und tatsächlich Crystallized Shields du bekommst. Und für alle Off-Field-Teams, also wo du sie nicht auf C6 On-Field spielst, ist das hier auf jeden Fall the way to go. Aber für C6, eins von den anderen beiden. Warum nicht einfach Marachaussee? Das hatten wir gerade, weil du deine HP hin und her bouncen musst. Dafür müsstest du Purina spielen, um Purina zu spielen, brauchst du einen Healer. Aber es gibt keinen Healer, der mit dem Team sinnvoll synergiert. Also es gibt in dem ganzen Spiel keinen Heiler, den du in dieses Team droppen kannst, der was bringt. Kannst halt sagen, ich spiele einfach Kokomi. C6 Zhongli bringt dir auch noch was, wenn du gehittet wirst. Ich glaube, in dem Moment, wo du eine C6 Chiori mit Furina spielst, ist hitten oder hitten lassen schwer. Ja, ginge, aber der hielt dann auch nur den On-Field-Char und auch nur, wenn er gehittet wird. C4 Goro halt zu wenig. C6 Furina hält genug, nicht jeder hat C6 Furina. Welchen Healer kann ich benutzen, wenn ich meine Chiori als Main-DPS mit Furina spielen will? Ja, cool, deine scheiß Furina auf C6, du Keck. Du siehst, dass die Chars alle low gedrained werden und das Healing von Goro nicht ausreicht. Das hält die Chiori gerade so am Leben, aber ab jetzt, ab dieser Rotation, bekommen wir praktisch die Stacks nicht mehr voll. Und die Chars sterben halt im Worst Case noch weg. Ich meine, gut, der Goro hier ist einfach nicht gebaut, aber also du siehst das Problem. Kriegst nicht genug hier rein. Dann Jean. Ja, man kann Jean spielen, aber das war ja mein Punkt. Es gibt halt keinen Healer, der dem Team was bringt, außer halt sinnlos healed zu sein. Was mit Mika? Halt, beschleunigt die Normals. Mika könnte tatsächlich halbwegs sinnvoll sein, true. Mika gibt halt immerhin noch so ein bisschen Value für die C6 Chiori. Ja, true. Mika, ich meine, ich weiß nicht, ob... Nee, die erreichen da das Attack Speed Cap nicht, ne? Mika ist actually ein good call. Stimmt, und sie hat Hybrid Fusion. Okay, ja, also das sieht gut aus, ne? Der Mika hier ist auf jeden Fall da. Das läuft. Das ist gut.
Chili wieder broken oder normal? Ich würde sagen, sie ist normal auf C6. Ein bisschen stronger, als sie sein sollte, meiner Meinung nach. Aber gemessen an den Chars, die wir jetzt ohnehin schon haben, ist sie actually balanced. Also wenn du mal guckst... Also ein 33 Sekunden Clear für einen C6-Char, der von der Furina supported wird, ist halt jetzt nicht broken, finde ich. Das ist eigentlich okay. Das ist actually okay für einen C6-Char, finde ich. Doch mit Union, ja, ich fand Union einen sehr guten Vorschlag und Mika gefällt mir auch sehr gut, ja. Und wenn halt Furina nicht und Mika nicht oder einer von beiden nicht, dann würde ich die Variante mit Union, Goru und Yelan spielen. Das wäre halt noch eine Alternative, da hier der Goru nicht gebaut ist. Das müsste man dann auch mal testen, wenn man einen gebauten Goru haben. Wie das wäre, wenn man die Union durch Goru ersetzt. Also so spielt. Also ich glaube, wenn der Goru gebaut ist, dann kommen wir so in die Region 25 Sekunden Clears, 20 Sekunden Clears. Also je nach Team, finde ich, kann sie schon sehr, sehr strong sein. Aber sie ist jetzt halt nicht so broken wie ein Neuvillette oder so. Weil du musst trotzdem das Team spielen und so. Die sind halt keine One-Man-Army. Aber halt ein guter C6-Char. Ich würde sie auf C6 so auf dem Level von Ayaka C6 raten. Das glaube ich so... Ein ganz guter Spot. Vielleicht ein bisschen drüber. Finichiori sehr gut vom Balancing her. Nur steht sie halt neben OP-Chars, die in letzter Zeit kamen, irgendwie schlechter. Also für C6 finde ich sie so fein. Wie gesagt, für C0 in dem Ito-Team als Support ja. Mit einem anderen Charakter wie Zhongli zusammen, der einen Construct stellen kann, auch ja. Also wenn du in dem Team zwei Geo-Chars unterbekommst, sodass du halt die Double-Puppet kriegst, ist auch fein. Mit Ito funktioniert sie auch schon auf C0. Für Navia brauchst du halt die C1. Na, C6 macht sie halt zum Onfield-DPS. Davor ist sie halt eher in der Offfield-Rolle. Das sind halt, also die C6 sind halt ein Rollenshift. Meinung zu C0 Chiori? Ja, ist halt ein Albedo-Ersatz. Ich würde mal ganz kurz mir mit euch schnell die Waffe nochmal anschauen. Normal Attack Damage geht hoch. Ist halt, sind wir ehrlich, vor C6 ist useless. Elemental Skill Damage geht hoch. Das ist fein. Und wenn ein Nearby Character Geodamage macht, werden die Effekte verdoppelt. Außerdem gibt es 20% Increased Defense. Eine Sache ist noch wichtig, ihre E snapshottet nicht. Snapshottet keinen Bennett-Buff, snapshottet keinen Goru-Buff, snapshottet nicht ihren Waffen-Buff. Wichtig für Off-Field. Für Off-Field ist die Waffe nicht so relevant. Die Waffe ist gut für Albedos. Albedos neue Best-in-Slot, ja. Aber die Signature ist halt nicht viel schlechter für Albedo. Also die Signature, die Eventwaffe. Und wir gucken nochmal, wie gesagt, schnell in ihre Cons rein. Also die Puppets haben einen höheren AOE beim Hitten durch die C1. Wenn ihr einen anderen Geo-Party-Member habt, außer Chiori, dann gibt es halt direkt die zweite Poporino. Um das Ganze hier zusammenzufassen, macht mehr Damage. Das ist so relativ kurz zusammengefasst. Also für 10 Sekunden, nachdem du hier Hyoko Twin Blades, die Ult, genutzt hast, wird eine Kino neben deinem aktiven Charakter beschworen, alle 3 Sekunden, und attackt dann Gegner. Und das ist eh Damage. Also effektiv macht es einfach Damage. Na, also die hier. Die taucht auf und hittet halt den Gegner. Und das halt dreimal. Das ist die C2. Passiver extra Geo-Damage. Ist halt einfach nur mehr Damage. Na, ihr habt es gerade gesehen, 40k ungefähr. Also insgesamt 120k extra Damage. Ist natürlich Tamotos Damage, das heißt, das ist der Damage von hier. Scaled also mit eurem E-Level. Ist also auch durch Cons beeinflussbar. Also ist eine Constellation, die mit weiteren Cons scaled. Und zwar mit der hier, die 3 Level auf die E gibt. Müsste im Endeffekt dasselbe sein, nur nach der E. Ja, hier wird eine Kino beschworen, die hittet. Und hier habt ihr im Endeffekt nochmal dasselbe. Wenn der Current Active Character Normal Charge oder Plunge Attack einen Gegner hittet, wird auch nochmal so eine Puppe beschworen. Na, können wir uns auch nochmal angucken. Na, das ist die hier extra dazu beschworen wird. Aber ist im Endeffekt das. Macht also auch nicht mehr. Also ist halt auch wieder mehr Damage.
Mit dem Cooldown ist, glaube ich, das ist ganz unten mit den 15 Sekunden. Ja, hier. Genau. Nur einmal der 15 Sekunden. Also hat eine Anti-Synergie mit C6 und hält 8 Sekunden lang. Und dann hier die C6, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Wenn du die E benutzt und damit einen Norm, also diesen Follow-up-Hit machst, dann ist der Cooldown von der um 12 Sekunden reduziert. Das heißt, sie hat nur 5 Sekunden Cooldown. Reicht also ganz genau, um deine Infusion-Time 100% in der Uptime zu halten. Und die Normal Attacks bekommen ein extra Defense-Scaling. Das bedeutet, ab jetzt kannst du on-field spielen. Vorher nicht. That's about it. Ich logge mich hier einmal aus, dass Rio seinen Account zurückbekommen kann. Vielen, vielen Dank fürs Testen lassen. Das war mir eine große Freude. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht schnell noch ein Video irgendwie dann heute Abend rausschneiden kann. Ich habe natürlich vergessen, vorher Aufnahme zu drücken, bevor wir die Tests angefangen haben, weil ich halt ein Profi-YouTuber bin. So. Kann ich auch meine eigene Kommune machen.